Jo, servus Leute, heute haben wir ein neues Rezept und zwar gibt's Reis mit Brokkoli und Hühnchen. Ja, also bei mir war es so, ich mochte eigentlich noch nie wirklich Brokkoli und habe es bis vor 2 Monaten eigentlich auch gar nicht gegessen. Ja, aber wie wir alle wissen, hat halt Brokkoli wirklich sehr, sehr gute Nährstoffe. Aus dem Grund habe ich im Internet, ja, bin mich ein bisschen schlau gemacht, habe nach ein paar Rezepten gesucht, um halt einfach, ja, mir den Brokkoli ein bisschen schmackhafter zu machen. Bin dann auf ein interessantes Rezept gestoßen und habe es ein bisschen fitnesstechnisch abgewandelt. Ja, und das Ganze stelle ich euch jetzt vor. Bis gleich. Zuerst nehmen wir eine Hühnchenbrust und schneiden die in kleine Würfel und geben die dann in eine Pfanne mit bisschen Olivenöl. Davor noch ein bisschen salzen. Gut verteilen. Und dann einfach rein in die Pfanne. Und das jetzt schön ein bisschen anbraten lassen. Ich habe die Pfanne so auf 80% Hitze eingestellt. Dann nehmen wir uns ein Stück Ingwer und schneiden den in ganz kleine Würfel. Das Fleisch immer mal zwischendrin wenden. Und dann eine Chili, die auch in ja, schön kleine Stücke schneiden. Müsst halt schauen, wie sehr scharf mögt. Wenn ihr es nicht so gerne scharf habt, dann entfernt einfach die Kerne. Ansonsten lasst die Kerne drin, dann ist es schön scharf. So, jetzt haben wir jetzt alles klein geschnitten. Jetzt nehmen wir eine Frühlingszwiebel und schneiden da auch ein bisschen was runter. Wenn ihr keine Frühlingszwiebel habt, könnt ihr auch eine ganz normale Zwiebel nehmen. So, nochmal ein bisschen schwenken. Können wir jetzt ruhig noch ein bisschen anbraten lassen. Und dann das Ganze dazugeben und mit anbraten. So, und jetzt nehmen wir den Brokkoli und schneiden da ein bisschen von diesen Köpfen runter. Und macht es dann. Ja, ein schön mundgerechte Stücke. Alles ein bisschen klein schneiden. Und dann einfach mit in die Pfanne. Wobei ich das Hühnchen ist ja schon ein bisschen länger angebraten. Und dann einfach ein kleines bisschen Wasser rein und den Brokkoli dann langsam andünsten. Da könnte auch noch mal ein bisschen mit der Hitze runtergehen. So, das lassen wir jetzt ein bisschen ziehen, immer mal wieder verrühren. So, nebenher habe ich Reis vorgekocht. Den geben wir jetzt einfach mit dazu. Verteilen es nochmal ein bisschen, lassen den kurz mit anbraten. So, jetzt nehmen wir ein Ei und davon jetzt einmal das Eiweiß und geben das jetzt so in die Mitte, in so eine Kuhle rein. Und dann nehme ich jetzt nochmal ein Ei, aber da jetzt das komplette. Das ist dann auch wieder Geschmackssache, beziehungsweise wie es halt in eure Makros reinpasst. Und ja, dann einfach ein bisschen verquirlen. Und dann können wir das langsam dann mit dem Reis und dem Brokkoli und so weiter dann vermischen. Zwischendrin habe ich es auch noch mal ein bisschen gesalzen und gepfeffert. So, jetzt nehmen wir eine Limette, schneiden die in die Hälfte und geben da den Saft mit dazu. Gibt dann nochmal eine schöne Frische. Und zum Schluss mache ich noch ein bisschen Sojasauce hin für den Geschmack. Das Ganze dann nochmal verrühren. Und damit haben wir es eigentlich schon. Das ist das Rezept.
Könnt dann noch ein bisschen von dem Grün der Frühlingszwiebel noch ein bisschen dazu machen. Und ja, so einfach ist es und schmeckt echt wirklich gut. Also dadurch habe ich echt den Brokkoli lieben gelernt. Probiert's aus und bis zum nächsten Mal.